So, wir sind jetzt in Welt 5 und wissen leider nicht, wie es nach Welt 4 gegangen wäre, obwohl wir gern ein komplettes Let's Play hätten. Aber da kann ich jetzt auch nichts dagegen machen. Hä, der wird ja immer größer. Warum ist die Musik denn schon wieder genauso knalltötig wie sonst? Was hat's denn mit diesem Schneeball auf sich? Achso, der löst sich einfach auf. Super. Da habe ich ja was von. Hä, der sinkt da ein? Der ist ja vielleicht mal einer. Hör, dieser Luschi-Typi! Der ist ja schlecht, ey. Wie der dann so super langsam auf einmal ist. Ey! Warum springt der nicht hoch? Dieser Blödmann. Ey du! Lern endlich richtig zu springen! Ganz versinken tut er jedenfalls mal nicht. Aber trotzdem ist es knalltütig, dass der nicht höher springt, wenn er in dem Schnee ist. Verdammt nochmal! Jetzt spring endlich da dran, du! Du Loser-Typi! Ich muss das halt als Sprungschanze nehmen, sonst komme ich da oben nicht dran. Meine Güte, ist das eine Steuerung! Das ist ja die absolute Nix-G-Steuerung. Im Vergleich dazu ist ja sogar die Super Mario World-Steuerung traumhaft. Vor allem sogar die Super Mario World-Musik ist besser als das hier. Bitte, was war das denn? Hey, dieser Loser-Typi, der kann ja überhaupt nichts mehr auf einmal. Wieso kriegt er nichts auf die Reihe? Das hat mich nie im Leben berührt. Und das auch nicht. Ey, ist der schlecht. Ich will eine spielbare Steuerung. Siehe Grollschwert. Und ja, ich weiß, dass die auch nicht so einfach ist. Aber einfacher als das hier. Diese Steuerung hier geht ja gar nicht. Hier muss man mal wieder Münzen zahlen, um zu so einem Zusatzlevel kommen zu können. Mal sehen, was das jetzt ist. Wahrscheinlich was Unschaffbares. Ach, das Teil. Aber das ist dämlich. Hä? Oh weia, das sieht fällig aus. Und zwar ganz arg. Hä? Das könnten sich auch die DKCR-Programmierer ausgedacht haben, so ein Unsinn. Das ist ja der totale Nix-G-Unsinn hier. Oh, das gibt's ja nicht, dass ich die alle gekriegt habe. Das geht eigentlich überhaupt nicht, dass man das schafft. Also jemand, der mit dieser Steuerung zurechtkommt, der wird es mit Sicherheit schaffen, aber so einer bin ich ja nicht. Wenn man mit dieser Steuerung nämlich nicht zurechtkommen kann, egal was man macht. Ja, toll! Okay, doch noch geschafft.
Naja, aber auch ich muss halt irgendwann mal Mario Spiele Let's Playen, wo die Steuerung nicht so gut ist. Kann ja nicht sein, dass ich immer nur das einfache Zeug wie Lost Levels und so spiele. Ey, ihr Scherzkekse! Ey! Das abgehört verdammt nochmal mir! Egal, ob es mir was bringt oder nicht. Ja, keine Ahnung, wo da jetzt wieder eine Münze gewesen wäre, die ich nicht hab. Ja, jetzt muss ich natürlich das da oben auch noch spielen. Den einem von diesen beiden gibt es ganz offensichtlich einen geheimen Ausgang. Dummerweise ist das nicht markiert, welche Levels einen geheimen Ausgang haben. Sondern nicht geschaffte scheinen immer rot zu sein. Die Airschieß kann man mit Sicherheit nicht abschießen, oder? Okay, aber man kann sie so wegkriegen. Müssen wir jetzt bestimmt auch irgendwo hoch. Auweia! Ui. Das ist ein verdammter Super Mario World Level. Und Super Mario World geht nicht. Super Mario World kann keiner spielen. Warum rutscht der so arg weiter? Der ist ja schlecht, ey. Das war auch so klar, ey. Mann. Weg mit dir. Alter Bastard. Der hat natürlich auf einmal nicht mehr genug Schwung gehabt, dieser Superversager. Wieso ist der denn auch immer... Ey. Ach was, ich renne jetzt einfach durch alles durch. Mir ist es nämlich zu blöd. Oh, erstaunlich, dass das geht. Endlich haben sie sich mal ein Beispiel an den Kaizo-Mario-Programmierern genommen. Und was so eingestellt, wie es eigentlich gehört. Das ist ja selten der Fall. Ja, und jetzt geht es natürlich auf einmal wieder nicht. Anscheinend geht es nur dann, wenn man nicht auf dem Stachel landet. Nee, auch nicht. Es geht nur dann, wenn das Spiel gerade will, dass es geht. Habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise, wenn Gott beschließt, dass es geht, dann geht's. Ansonsten nicht. Deshalb ist es mir jetzt viel zu blöd und ich gehe unten lang. Nein, dieser Lahmarsch! Warum kommt der denn nicht vom Fleck? Mann, ey! Okay, also ich nehme das, was ich vor einiger Zeit gesagt habe, zurück. Das Spiel ist nicht wirklich einfach, weil die Steuerung unmöglich ist. Aber ich cut jetzt.